Hallo Leute, heute behandeln wir gemeinsam die Frage, ob World of Warships Pay to Win oder wirklich Free to Play ist. Vorneweg kann ich euch schon verraten, ja, eine definitive Aussage erwartet euch definitiv am Ende des Videos. Nach knapp 200 Gefechten und ca. 49 erspielten Schiffen kann ich leidlich einschätzen, wie es sich mit dem Fortschritt im World of Warships verhält. Um zu klären, ob etwas Pay to Win ist, muss man klären, was man alles kaufen kann. Und deshalb starten wir mit dieser Frage. Wenn man sich im Premium-Laden von World of Warships bewegt, erkennt man schnell, dass fast alles, was es in-game zu erspielen gibt, auch im Premium-Laden zum Kauf angeboten wird. Von Premium-Schiffen von Tier 2 bis Tier 8, welche alle einen kleinen Vorteil gegenüber den erspielbaren Schiffen gleichen Tiers besitzen, über Flaggen, welche einzelne Fähigkeiten der Schiffe oder das Crediteinkommen erhöhen und vieles mehr, bis hin zum schnöden Dublonenkauf oder dem Erwerb von Premium-Spielzeit. Doch was verbessert nun die harte Währung im Gegensatz zum im Spiel erspielten Einkommen? Hierzu muss man noch wissen, dass es in World of Warships eigentlich vier verschiedene Währungen gibt. Die wichtigste ist die Erfahrung, welche je nach Leistung in den Gefechten erwirtschaftet werden kann. Sie ermöglicht die Erforschung von Schiffen und deren Module sowie den Stufenaufstieg des eigenen Accounts und das Vorankommen im Schiffsbaum, um immer größere und mächtigere Schiffe freizuschalten. Diese Erfahrung, der graue Stern hier, ist an das Schiff gebunden, mit dem man sie erspielt. Abhängig zur Erfahrung wird die freie Erfahrung gutgeschrieben. Immer 5% der im Gefecht erspielten Erfahrung wird zusätzlich zur freien Erfahrung addiert. Diese Erfahrung, der grüne Stern hier oben rechts, ist ungebunden und kann bei allen Schiffen unabhängig von Tierstufe und Nation eingesetzt werden. Auch im Spiel kann man sich ohne Geld nichts kaufen. Diese Rolle erfüllt im World of Warships die Credits. So kann man sich wie die Erfahrung in den Gefechten erspielen und die damit vorher erforschten Schiffe kaufen. Als letztes muss noch die Premium-Währung Dublonen genannt werden. Und was diese alles kann, sehen wir jetzt. Einerseits kann man sich damit wie mit echtem Geld Premium-Spielzeit kaufen, andererseits kann man sich auch ingame die Schiffe kaufen, die man sonst auch mit echtem Geld kaufen kann. Man kann durchaus auch Module damit kaufen, wenn ihr hier unten links schaut auf Munitionsverbrauchsmaterial. Hier seht ihr 15 Dublonen, einmal eine Aufladung öfter und weniger Cooldown. Dublonen in Credits umzutauschen ist ein beliebter Weg, schnell Geld zu bekommen, macht das aber nicht, man kann sich das ruhig ingame erspielen. Am öftesten werden Dublonen aber dafür benutzt, um die schiffsgebundene Erfahrung, nachdem es ein Elite-Schiff oder ein Premium-Schiff ist, endlich in freie Erfahrung umzuwandeln, um sie auch anderweitig nutzen zu können. Ich persönlich mache das nicht, andere machen davon wahrscheinlich sehr viel Gebrauch. Es ist jedem selbst überlassen, aber man muss nicht, man kann auch so freie Erfahrung sammeln. Die Premium-Währung Dublonen wird für viele andere Dinge noch genutzt, wie zum Beispiel die Umlernung eines Kapitäns, die Skill-Zurücksetzung und so weiter und so fort. Das wertvollste Zahlungsmittel im Leben ist aber die Zeit, und um sich Zeit im Spiel zu sparen, kann man Premium-Spielzeit kaufen. Mit Premium-Spielzeit bekommt man für jedes Gefecht 50% mehr Erfahrung und 50% mehr Credits. Hier gebe ich euch jetzt ein paar Beispiele. Wie ihr seht, ist das eine New Mexico, ist keine schlechte Runde, 120.000 Schaden, das ist Tier 6. Ihr werdet am meisten Zeit auf diesem Tier im Spiel verbringen, 5, 6, 7, das sind die, ja, Cash-Cow-Schiffe, wie man sie nennt im Jargon. Hier kann man am meisten Kohle verdienen mit dem geringsten Aufwand und kann gut Schaden anbringen. Und Schaden bringt nun mal unter anderem auch viele Credits. Ihr seht, 375.000 Credits, 6.000 Erfahrung, 300, also 5% von den 6.000, 301 sind die freie Erfahrung, ein paar Auszeichnungen. Wie hat sich das auf Steam ausgewirkt? Ich war bester Platz mit 2.000 Punkten, 700 vor allen anderen. Das sind jetzt hier die Basis-XP, ihr seht den Unterschied. Wahrscheinlich ein Event, wahrscheinlich eine Flagge drauf und so weiter und so fort. Das erhöht sich dann alles. Wenn wir in den ausführlichen Bericht schauen, dann sehen wir hier die Auflistung der Schäden, bei welchem Schiff, welche Schiffe ich zerstört habe damit und den Gesamtausschnitt. Und jetzt kommen wir zum interessantesten Punkt. Ich habe euch das vorher gezeigt, damit ihr seht, wie viel Schaden an welchen Schiffen, wie ihr hier seht, macht was aus. Und hier sehen wir Creditpunkte und EP. Ohne Premium links, mit Premium rechts. Links, wie ihr seht, haben wir 230.000 erhalten, Ausgaben ist Reparatur 23.000, Munition 15.000. Ist nicht viel, deswegen Tier 6, wenig Reparatur, Munition kostet immer gleich viel, außer je höher das Kaliber und je höher der Torpedo, desto mehr kostet er natürlich, aber viel Unterschied ist da nicht. Insgesamt haben wir 191.000 dann plus gemacht. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt Premium, die Ausgaben sind die identischen. Ich habe aber 345.000 verdient, also satte 50% mehr, als ich ohne Premium verdient hätte. Und mir bleiben am Ende 306.000, das sind 109.000 Pi mal Daumen mehr. Das ist enorm. Bei der Erfahrung sieht das ähnlich aus. Ihr seht, 4.000 Erfahrung hätte ich sonst bekommen, was ziemlich viel ist auch. Und jetzt habe ich 6.000 Erfahrung. Ein Beispiel hier für das High-Tier-Gefecht. Ich bin mit einer Rohn gefahren, Tier 9. 55.000 Schaden mit Premium, 312.000 Credits.
Ich spule jetzt einfach mal vor oder ich gehe weiter. Teambewertung auch auf dem zweiten Platz. Es geht annehmbar. Hier seht ihr, ich habe 55.000 Schaden gemacht, 14.000 in einer Kagero. Einer Kagero, es ist ein Zerstörer, da bekommt man immer ein bisschen mehr, weil es wird prozentualer Schaden gerechnet. Aber das erkläre ich euch in einem anderen Video. Und hier seht ihr die Credits. Das heißt immer, Tier 9, Tier 10 ist schwierig zu fahren, weil man kommt selten ins Plus, man muss gut aufpassen. Und ihr seht es auch, ohne Premium hätte ich mit der Reparatur von 75.000, das schlägt ins richtig zu Buche, hätte ich nur 135.000 plus gemacht. Das ist auch ein sehr gutes Ergebnis, wie ich finde, für Tier 9 in einem Kreuzer. Voll ausgerüstet natürlich. Aber hier mit Premium habe ich 228.000 gemacht. Das sind wieder satte 100.000 Punkte mehr als ohne Premium. Nehmen wir jetzt wieder ein Tier 8 Gefecht. Diesmal ein durchschnittliches. 67.000 Schaden habe ich mit einer North Carolina gemacht. An wem ich den Schaden gemacht habe, das schauen wir uns jetzt nicht an, sondern einfach mal die Credits-Verteilung. Hier seht ihr, hätte ich kein Premium gehabt, wäre ich immer noch im Plus gewesen, selbst mit einem mickrigen Schaden von 67.000, das ist für ein Schlachtschiff nicht viel, ist wahrscheinlich immer noch Durchschnittsschaden für Serverwide, aber für mich persönlich 70.000 ist ein bisschen schwach, aber 75.000 hätte ich noch Plus gemacht mit Premium 113.000. Also man kann klar erkennen, Premium spart wirklich in der Zeit. Und zu den sanften Klängen der Kanonen der Tirpitz lasse ich jetzt auch dieses Video ausklingen und wir kommen zum Fazit. Das Wichtigste eigentlich in diesem Video. Ihr werdet euch jetzt fragen, warum habe ich euch nur High-Level-Gefechte gezeigt? Ich habe 6er am Anfang gezeigt für den Durchschnitt, dann habe ich euch ein North Carolina und ein Rhone-Gefecht gezeigt. Und das hat einen guten Grund, denn es heißt, je höher man kommt, desto weniger Geld kann man verdienen. Ich habe euch jetzt hoffentlich ein bisschen die Angst genommen, dass es auch ohne Premium geht. Aber es ist natürlich, waren es keine richtig schlechten Gefechte, sondern es war ein Durchschnittsgefecht und kein so schlechtes, also Oberdurchschnittsgefecht mit der Rhone. Wenn man natürlich ins Gefecht rein düst und in den ersten 2 Minuten zerschossen wird, ohne Schaden zu machen, ja, dann macht man auch 120.000 Credits minus. Man macht auch mal mit der Yamato auf Tier 10 250.000 Credits minus, aber das sollte dann aufgefangen werden von den anderen Plusfahrten. Und wenn man nicht spielen kann, dann wird man auch nicht viele Credits machen und man wird auch mit den 50% der Premiumzeit nicht auskommen oder nicht so viele Credits machen wie jemand, der halbwegs durchschnittlich oder sagen wir normal spielt. Ich kaufe Premium, weil, wie schon erwähnt, es ist eine Zeitersparnis. Es hilft mir dabei, die Schiffe schnell hochzuleveln, um auch auf dem Kanal ein bisschen mehr Diversität an Schiffen zeigen zu können, damit ihr mehr Abwechslung habt und ich natürlich mehr Abwechslung. Und weil es nicht die Welt kostet. Premium kostet, wenn man es sich monatlich kauft, 10 Euro. Die Frage ist es das wert? Mir ist es das, das muss jeder persönlich klären. Ich kaufe dafür wenig Premium-Schiffe. Ich habe mir die Tirpitz gegönnt, weil sie ist das einzige deutsche Schlachtschiff, das früh genug im Spiel war, dass man es jetzt spielen konnte und nicht ewig warten musste, bis sie es eingeführt haben. Wenn ihr das Video schaut, sind vielleicht dann schon die Schiffe da in Kürze, in einem Monat, August 2016 sollten sie kommen. Lasst euch davon nicht beirren. Außerdem kann man das Spiel, und jetzt kommt es, komplett ohne Echtgeldeinsatz spielen. Es ist wirklich free to play. Ich kenne sogar jemanden, Dr. Frax, der hin und wieder auch auf dem Kanal zu sehen ist, mit dem ich viele Battle Brothers Folgen spiele. Der spielt das Spiel komplett ohne Echtgeldeinsatz. Er spielt dabei aber nur eine einzige Nation und 2 Linien. Und das sind Kreuzer, da ist er jetzt bei der Furutoka auf Tier 5, die spielt er kaum. Und er ist bei der Nagato, das ist Tier 7 bei den Japanern. Man muss hier erwähnen, er spielt vielleicht 3-4 Schlachten die Woche und das mit mir. Deswegen hat er überhaupt keine Notwendigkeit an einem Premium-Account oder sonstigen Einsatz von Dublonen und er levelt die Schiffe nur zum Spaß hoch. Deswegen spiele ich mit ihm auch meistens diese Tiers. Er ist jetzt bei der Nagato, hat 20.000 Erfahrung und 8 Millionen Credits. Das heißt, spielst du ohne Premium, beschränkt auf eine Nation oder bestenfalls nur auf einen Baum, zum Beispiel die Schlachtschiffe, werden dir die Credits nicht ausgehen, denn du machst zu wenig Erfahrung. Spielst du ohne Premium und spielst alle Nationen durch, dann musst du natürlich mehr Schiffe kaufen und dir wird eher das Geld ausgehen als die Erfahrung, weil du ja mehr fährst. Machst du das mit Premium, hast du dasselbe Problem, es fehlt am Geld. Das ist, es spielt also keine Rolle, ob man Premium hat oder nicht, es fehlt immer an irgendwas. Es geht nur 50% schneller, man bekommt das 1,5-fache. Aber das ist der Sinn dahinter, es macht Spaß, man muss sich hochgrinden, die Erwartung auf das nächste Schiff ist da, es zieht einen in den Bann und das Beste ist, man kann alles, was man für Geld kaufen kann,
auch erspielen. Sogar Dublonen werden wahrscheinlich mit der nächsten Season, mit der gewerteten Gefechte-Season kommen, dass man als ersten Platz 2500 Dublonen geschenkt bekommt. Das kann man dann investieren, wie man will. Das wären 30 Tage Premium-Zeit umgerechnet. Und deswegen, ja, für mich ist es ein Free-to-Play-Titel, es ist nicht Pay-to-Win. Wenn man Geld investiert, erleichtert es einiges. Die bezahlbaren Premium-Schiffe sind bisschen stärker als die Schiffe, die man sich erspielen kann. Man kann aber durchaus komplett ohne auskommen und das Spiel macht trotzdem sehr viel Spaß, vor allem in einer Division und das ist das Wichtigste, mit Freunden fahren. Das Video hat jetzt ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich vorgehabt habe, sicher doppelt so lang, deswegen verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich danke euch fürs Zusehen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt und zukünftige Tutorials, dann lasst mir doch ein Abo da, einen Daumen nach oben wäre schön oder einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Ciao!